Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich mal die gesamten Dragon Ball News der letzten Woche in einem Video zusammenfassen. Also lasst uns mal direkt loslegen. Dragon Ball Super Kapitel 74 ist erschienen. Und in dem Kapitel sehen wir, wie Vegeta gegen Granola kämpft. Der Kampf zieht sich ein wenig, es gibt ein kleines Hin und Her zwischen den beiden und am Ende, als es scheint, dass Vegeta besiegt ist, erreicht er wohl tatsächlich eine neue Form. Wir wissen noch nicht, was es mit dieser neuen Form auf sich hat, aber Son Goku hintet schon ein wenig dahin, dass es eine Gott der Zerstörung Form sein könnte, so ähnlich wie die Form, die Toppo im Tournament of Power im Anime angenommen hatte. Aber ja, offiziell haben wir noch keine Erklärung für diese Form. Also, es bleibt spannend und vielleicht bekommen wir im nächsten Kapitel eine Erklärung, was diese Form sein soll. Eine kleine Sache noch zu dieser Form. Nämlich erinnert sie mich irgendwie an das Konzeptdesign der Super Saiyan 3 Form von Akira Toriyama. Ich blende euch dieses Bild dazu ein. Und ja, könnte also sein, dass es wieder mal ein recyceltes Design ist. Und was gab es noch diese Woche? Der neue Dragon Ball Super Movie. Der 2022 Movie. Wir haben einen kleinen Teaser dazu bekommen, wie der Film animiert sein soll. Also man sieht Son Goku, wie er dort, genauso wie beim Dragon Ball Super Movie, ein bisschen rumhopst und dann so eine Kampfpose einnimmt, was so eine 3D-CGI-Animation ist, was interessant sein könnte. Und dann haben wir noch Charakterdesigns für Pan, Krillin und Piccolo. Und noch von irgendwelchen neuen Charakteren, vielleicht die Gegner dieses Films. Aber naja, ich blende euch alles ein und was sagt ihr zu diesen Designs? Ich würde persönlich sagen, Piccolo ist natürlich wie immer, Krillin, naja, ein bisschen dünn geraten, ne? Pan soll jetzt im Kindergartenalter sein, also passt, ja. Die neuen Feinde, Feinde, okay, wenn es überhaupt Feinde sind, ne? Also die neuen Charaktere nicht so wirklich gut, meiner Meinung nach. Und wir haben ein Design für Piccolos Haus, also anscheinend hat Piccolo jetzt ein Haus. Gut für ihn. Das war's auch schon mit den groben Dragon Ball News für diese Woche. Also ich wollte da nur mal ein kleines Video zu machen, weil es waren schon irgendwie sehr große News für diese Woche. Also es bleibt spannend auf jeden Fall. Vegetas neue Form. Mal sehen im nächsten Kapitel, was er damit so reißen kann bei Granola. Und ja, ich hoffe, wir kriegen auch bald ein paar neue Sachen noch zum Movie. Und das war's auch schon mit dem Video. Wir sehen uns wie immer im nächsten.